Ach, der Frank. Ja, Frank. Hallo, Frank. Ja, genau. Komm hoch. Ja, auch meinerseits guten Abend. Ich wollte jetzt mit dem Zahlenthema anfangen. Ich mache das an zweiter Stelle, weil es ist, was ihr gesagt habt, das ist beeindruckend, das ist furchtbar. Wenn man die Zeitungen liest und so hört, dass vielleicht 150.000 Russen erschossen, verstümmelt, körperlich kaputt sind, dann muss man davon ausgehen, dass es mindestens genauso viele auf ukrainischer Seite sind. Und wer 1 zu 1 zusammenzählen kann, da rechnet man ja von aktuell 300.000 jungen Männern, die für einen sinnlosen Krieg sterben, die verstümmelt sind, wo Familien kaputt gehen. Und jetzt komme ich doch mal kurz zu den Zahlen. Sachsen hat ungefähr 30.000 Geburten jährlich. Jetzt überlegt mal, das wären 10 Jahre lang, wo in Sachsen kein einziges Baby zur Welt kommt. Das sind 300.000 junge Menschen, Männer, die verkrippelt sind. Da empfehlen mir dann wirklich auch die Worte, weil mein Sohn ist 24. Wenn ich mir vorstelle, der sein ganzes Leben lang vor sich hat, wenn ihm ein Bein fehlen würde, ein Arm fehlen würde oder blind wäre oder sonst irgendwas, das ist unvorstellbar. Und deswegen ist das, was ihr hier macht, was wir alle machen, und es gibt eine Friedenspartei in Deutschland. Deswegen ist es so wichtig, auch wenn leider nicht ganz so viele Leute da sind, wir müssen jeden Montag in ganz Deutschland dafür kämpfen. Wir wollen den Frieden, nicht bloß hier für uns in Deutschland, sondern auch für die Menschen, die dort sind und jeden Tag dieses Massaker auf beiden Seiten der Grenze oder der Frontlinie erleben müssen. Und deswegen, ich bin stolz darauf, dass ihr da seid jeden Montag, eure Meinung deutlich sagt und sagt, Frieden schaffen ohne Waffen. Und wenn ich heute in der Zeitung lese, 14 britische Panzer werden dorthin geliefert, um angeblich die Friedensverhandlungen zu verbessern. Welche Idiotie, wie krank ist das, dass junge Menschen ausgebildet werden zum Morden und dieser Scheißkrieg unnötig verlängert wird. Das ist das eine, also bleibt hier, kämpft für den Frieden. Das sind wir eigentlich unseren Kindern schuldig. Und mein Opa, der hat damals in der Schlacht vor Moskau mitgemacht, seinen Arm eingebüßt und das Einzige, was er sagte, nie wieder Krieg. So, und jetzt ein anderes Thema. Das ist jetzt ein krasser Sprung, aber ich sage es mal, Wiederholung macht deutlich. Ich sagte es letzte Woche bereits. Wir sind alles fleißige Menschen, die ihre Steuern brav zahlen, die dafür arbeiten gehen. Und bei uns, sind wir ehrlich, bei einigen ist der Monat schon am 25. zu Ende. Aber trotzdem leistet sich dieser Staat großzügig Gemeinschaftsunterkünfte. Und ich möchte es gerne nochmal wiederholen. Im Landkreis Bautzen, der Stand ist vom 15.02.2023. Bautzenburg, das Flüchtlingsheim, kostet 130.000 Euro den deutschen Steuerzahler jeden Monat. Malschwitz, Niedergorich, 143.000 Euro. Wehrsdorf, 93.000 Euro. Kamenz, Macherstraße, 65.000. Insgesamt 832.000 Euro, was wir Steuerzahler monatlich bezahlen, um 1.900 Flüchtlinge aufzunehmen. Und von diesen 1.900 Leuten sind 700 ausreisepflichtig. Leute, die hier nicht hergehören, die nicht abgeschoben werden, aus irgendwelchen Gründen, weil sie vielleicht einen deutschen Sprachkurs angefangen oder angeblich, weil sie keinen Pass haben oder aus anderen medizinischen Gründen, werden diese Menschen nicht abgeschoben. Und das ist auch, was ich letzte Woche sagte, und da wiederhole ich mich gerne, auch hier müssen wir Druck ausüben. Denn es kann nicht sein, dass hier Leute sind, die nie hierher gehören, die durchgefüttert werden, während andere Leute kein Geld mehr haben. Und ich sehe es ja selber, was kostet uns denn Lebensmittel mittlerweile? Die Strompreise, alles geht durch. Die Preise werden teurer, alles geht durch die Decke und das sind Kosten, die wir Bürger tragen müssen. Und deswegen jeden Montag hierher kommen für den Frieden, Friedensverhandlungen Russland, Ukraine kämpfen und natürlich auch, dass diese Ausreisepflichtigen endlich abgeschoben werden. Das wollte ich euch sagen. Vielen Dank. Und der letzte Hinweis noch. Wir haben noch welche ausgedruckt. Bitte sammelt das, geht durch die Gegend und haut es in die Briefkästen, dass die Leute aufgeklärt werden, was hier passiert. Vielen Dank. Ja, danke.